Genau, so machen wir das. Okay. Das negative Zeitintervall, das an der Weißlochstation gemessen wurde, wurde am Hochenergielabor in der Schlucht am Äquator des Glutzwillings. Und da können wir eben nicht hin. Genau. Das Hochenergielabor kann nur über einen Pfad von der sonnenlosen Stadt aus erreicht werden. Und das ist das Problem. Weil in die sonnenlose Stadt kommen wir nicht, weil da Geister sind. Und an denen kommen wir nicht vorbei, die töten uns. Was haben wir denn hier? Ah, die sonnenlose Stadt. Mal schauen, was da steht. Es gibt einen Pfad, der von der sonnenlosen Stadt ins Hochenergielabor führt. Ich habe eine Wegmarkierung zur sonnenlosen Stadt gefunden, aber der Pfad ist versperrt. Genau. Vielleicht gibt es einen anderen Pfad. Rettungskapsel 1. Die haben wir gefunden. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Danke für den Hinweis. Die alte Siedlung. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Okay. Das Gefährt. Die Nomai haben sich in einem Raumschiff... Oh, ich weiß es. Das Gefährt, das Mutterschiff von denen. Das wurde doch von so Schlanken umrankt. Das ist im Kern. Ich muss dem roten Licht wahrscheinlich folgen. Wenn ich dem roten Licht folgen könnte, würden wir wahrscheinlich das Gefährt finden. Das Problem sind nur die ganzen Fische, die das bewachen. Das Gefährt ist irgendwo in Schwarzdorn abgestürzt. Ja, ja. Ja, ja. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, wenn wir irgendwas machen können. So, hier haben wir noch was. Die Fertigstellungsanlage. Ich kann mich erinnern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin überfordert. Zu viel. Ich will die... Eine Rettungskapsel muss noch auf dem Zwillingsplaneten sein und eine auf Schwarzdorn, glaube ich. Eine der drei Nummer-Rettungskapsel landet irgendwo auf dem Sanduhr-Zwillingen. Die suche ich jetzt. Die Rettungskapsel auf dem Sanduhr-Zwillingen. Da fliegen wir hin. Ich glaube, die drei Rettungskapseln könnten wichtig sein. Gerade nicht. Ah, da, die sind gerade hinter der Sonne versteckt. Gut, auf... Nee, ich will auf den anderen. Auf den will ich. Glaube ich. Zumindest. Denk schon. Der Zeichnung nach müsste der auf den abgestürzt sein, nicht auf dem anderen. Auf Glutzwilling. Autopilot! Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, der fliegt nicht wieder in die Sonne. Oh, wir fliegen in die Sonne. Naja, ist ja egal. Können wir gleich wieder los. Ich habe vor 2 Tagen noch ein richtig cooles Spiel entdeckt. Satisfactory. Ja, Satisfactory spiele ich seit 100 Millionen Jahren. Habe ich schon langsam das Gefühl. Fallout 76 habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Jetzt kommt doch bald dieses Wastelanders-Update mit den NPCs und den Quests, dann schaue ich auf jeden Fall wieder rein. Werde da auch Videos dazu machen wahrscheinlich. Aber das fliegt wirklich immer in eine andere Richtung. Das ist schon interessant. Hab ich was damit zu tun, in welche Richtung das fliegt? Aber momentan nicht. So. Versuchen wir es nochmal. Genau, auf den da bitte. Genau, diesmal fliegen wir auch, glaube ich, nicht in die Sonne. Diesmal dürfte es funktionieren.
Hoffentlich. Außer wir knallen jetzt gegen den großen Sandplaneten, der da noch... Also den Zwilling. Nee, ich glaube, es funktioniert. Vielleicht könnten wir im Kern des Planeten noch was finden, bevor der ganze Sand kommt. Oh, warte mal, ich habe die abgestürzte Kapsel zufällig gerade gefunden. Wir sind gerade drüber geflogen direkt. Aber trotzdem wäre der Kern hier vielleicht auch interessant des Planeten. Boah! Hier ist ganz schön krasse Gravitation überall. Okay, ich weiß nicht recht. Ich glaube, hier ist einfach nur momentan ein ganz kleiner Kern da drin, der jetzt dann größer wird. Na komm, na komm, na. Da geht's nach. Nach die Stadt da. Nach die eine Stadt da. Jetzt schauen wir nochmal, wo die Kapsel war. Oh, was bist du denn? Vielleicht müssen wir auch hier mal kurz landen. Oh Gott, ey. So. Ah, okay. Das sind die beiden Planeten. Und das sind die anderen Planeten. Ah, ich verstehe. Das zeigt mir die Position aller Planeten von hier aus gesehen quasi. Okay. Das ist cool und so, aber für was? Warum? Ah, ist das das bessere Observatorium, das sie gebaut haben, nachdem das erste Observatorium so doof war und nicht funktioniert hat, weil es das Auge nicht gefunden hat. Aber hier sehe ich auch kein Auge. Was ist das da? Was ist denn das da? Was ist denn das für ein Symbol? Was kreist denn hier so super schnell? Okay. Irgendwas bewegt sich hier sehr seltsam. Das da verfolgt irgendwas sehr komisches. Ist es das da? Ist das der Phantommond oder so? Wirklich, was ist das für ein Planet? Oder ist das der Eindringling, wo wir jetzt gerade hingucken? Aber der Eindringling ist das da? Nee, nee. Ich glaube, da ist wirklich ein Planet, der warpt hier durch die Gegend, wie sonst noch was. Jetzt ist er angeblich da hinten. Aber der bewegt sich so schnell, wie soll man... Da ist er jetzt, da, ich sehe ihn. Das ist der Phantommond. Ich glaube schon, das ist ein Planet, der springt anscheinend rum, oder? Ich muss den mal beobachten jetzt. Bilder. Die ist dann anscheinend eine Zeit lang ziemlich lang parallel mit unserem Heimatplaneten. Aber dann springt er wieder. Es gibt wirklich irgendwie einen Geheimplaneten, einen Geheimmond, der springt durch die Gegend wie sonst noch was. Ich versuche gerade irgendwie rauszufinden, ob der irgendwann mal irgendwo länger bleibt, damit man den mal... Weil wie soll man jemals dahin kommen? Oh. Hier sind alle Planeten recht klein, aber... Hier würde er eine Zeit lang bleiben, aber wo ist hier? Aber das ist interessant. Ein geheimer zusätzlicher Planet. Komm doch hierher mal. Das wäre cool, wenn der hier mal erscheinen würde. So zack, bam. Dann ist er da. Hm. Wäre jetzt von hier aus gesehen hinter... Aber der wird mir wahrscheinlich auch auf den Karten nicht angezeigt, ne?
Und was ist das da? Schade, dass die das Ding hier gebaut haben. Nicht woanders. Ich warte, dass er ganz groß plötzlich am Himmel über uns aufploppt. Dann springe ich in mein Schiff und wir fliegen da schnell hin. Vollgas, Vollgas rammen, ist egal. Wenn wir mal drauf sind, teleportieren wir vielleicht mit dem. Das könnte nämlich ein wichtiger Planet sein. Den auch nirgends mehr, wo der angeblich sein soll. Ist der jetzt gerade wirklich da hinten, ganz nahe an Holzkohleofen? Oder so ähnlich, wie unser Heimatplanet auch immer heißt. Das könnte schon sein. Ich meine, es ist schwer zu sagen von der Perspektive her. Könnte aber sein, dass der relativ nah an unserem Heimatplaneten ist jetzt gerade. Und ziemlich lange. Der kommt da scheinbar immer wieder mal. Der war vorher auch schon mal in der Gegend. Der bewegt sich auch ziemlich parallel mit dem. Ich will mal sehen, wie der verschwindet. Ich habe das bis jetzt, glaube ich, noch nie wirklich gesehen, wie der... Der ist dahinter aber auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist er. Der gehört da nicht hin. Wer bist du? Was leuchtet da hinten? Oh, jetzt ist er weg und ich habe nicht hingesehen. Verschwindet der, wenn ich aufhöre hinzuschauen? Ah, bleibt der nur da, wo er ist, wenn ich hingucke? Könnte das sein? Das wäre ziemlich verrückt. Ich glaube, der funktioniert so. Ich glaube, ich habe ihn durchschaut. Ich muss nur... Oh mein Gott, das ist ziemlich cool. Ich muss nur irgendwie... Ah, da ist er jetzt. Oh Mann, aber wenn ich jetzt in mein Schiff einsteige, dann verschwindet er, weil ich ihn nicht mehr sehe. Aber ich muss im Grunde nur... Jetzt wartet mal. Ist er das da? Der sieht so aus, das ist er, glaube ich. Jetzt einfach hinschauen, nicht wegschauen. Autopiloten aktivieren. Ich glaube, das ist er zufällig. Wir haben jetzt echt Glück gehabt. Das ist der mysteriöse Planet, der keinen Namen hat. Der jetzt einfach verschwunden ist. Und jetzt ist er da. Aber ich hab doch noch hingesehen. Was? Ich wäre jetzt gern gelandet. Aber warte mal, ich könnte mal einen Scoutwerfer hinwerfen, oder? Das wäre eine gute Idee. Aha, der zeigt mir eine Störung an. Der Scout verschwindet. Shit. Wenn ich da reinfliege, verschwindet er einfach. Was für ein Arsch. Verdammt. Der Planet will nicht gern von uns gefunden werden. Ich dachte, wir könnten landen. Und wenn ich mal ohne Raumschiff reinfliege? Ich meine, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber
Sobald ich ihn wieder sehe, den seltsamen grauen Planeten, werde ich das mal versuchen. Da ist er. Da ist er. Ist schon cool irgendwie, oder? Okay. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt aussteige, verschwindet er wahrscheinlich wieder. Weil ich ihn kurz nicht sehe, aber ich versuch's mal. Okay, kommen wir mal. Nein. Bäume entdeckt, Sauerstoff aufgefüllt. Was ist das? Seltsam, oder? Aber da kommen wir wahrscheinlich noch nicht rein. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Aber bis jetzt haben wir in dem Spiel eigentlich noch nicht wirklich was bekommen, außer Informationen. Aber keine Ahnung, schauen wir mal. Na gut, ich will wieder auf meinen Zwillingsplaneten. Mal schauen, wie viel Sand schon abgelaufen ist von dem. Ich habe Angst, dass wir gleich in die Sonne fallen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne ein bisschen weg von der Sonne. Da ist er. Oh ja, der ist schon ziemlich klein geworden. Wie klein wird denn der? Das ist die Frage. Traue ich mich jetzt mit dem Autopilot, ohne dass wir in die Sonne fallen, oder? Ich glaube schon. Sonne, liebe Sonne, bitte iss uns jetzt nicht auf. Ich will doch nur auf Glutzwilling landen. Guck mal, ich glaube, der ganze Sand ist abgeflossen. Und jetzt wird irgendwie ein Todesstern aus dem Planeten hier. Jetzt, wo der Sand weg ist. Ich glaube, der ist ein riesiger Satellit und ich kann nicht mehr bremsen. Alles gut. Nichts passiert. Nee, da fließt immer noch Sand ab. Der ist noch nicht fertig mit Abfließen. Die Frage ist, wie viel Sand fließt da noch ab und wann, wie viel Zeit bleibt uns noch? Okay, ich will noch mal dahin, wo wir gerade vorher waren, bevor wir das letzte Mal gestorben sind. Weil ich will noch mal schauen. Ich hätte nämlich, als ich mit der Raumkapsel weggeflogen bin, auch eine Gravitationskanone zünden können. Und das würde mich gerade interessieren. Was dann passiert? Ist das hier eine Gravitationskanone, in der ich hier bin? Steckt mein Schiff jetzt hier fest und ich krieg's nie wieder raus? Fragen über Fragen. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Okay, perfekte Landung. Moment, das war schon hier, oder? Bilde ich mir das ein? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Ah, ist hier schon zu viel Sand reingeflossen. Deswegen ist es nicht mehr hier. Kann das sein? Es kann sein. Vielleicht muss ich früher hierher kommen, damit ich das sehen kann. Verdammt. Das wäre möglich. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht fast so aus, oder? Ja, der Sandstand ist schon so hoch. Der Canyon ist ziemlich
zugeschüttet. Aber da geht anscheinend noch was. Er schüttet noch weiter. Aber jetzt wartet mal, weil die... Das abgestürzte Raumschiff, das war unabhängig von... Ah ja, da haben wir sie. Die abgestürzte Kapsel Nummer 2. Das können wir uns mal noch unabhängig von irgendwelchen Sensanten hier, glaube ich, anschauen. Oh, wobei hier auch Sand liegt. Nicht, dass hier auch der Sandpegel steigt. Ah ja, Frequenz entdeckt Notsignal. Ah, Mist. Der Sandstand ist schon zu hoch. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr viel machen. Was macht deine Miezi? Den geht's gut. Den geht's alle drei gut. Ich habe die jetzt nur ausgesperrt aus dem Streaming-Raum hier. Die sind jetzt bei der Merlin im Wohnzimmer wahrscheinlich. Will die sonst immer irgendwelche Kabel rausziehen und so weiter. Sandsquid Schenkelklopfer. Was? Ach so, Sandsquid Birdrider ist der Schenkelklopfer. Ich verstehe. Okay, hier kommen wir erstmal nicht mehr weiter. Da ist schon zu viel Sand über die Sache gewachsen. Oder so ähnlich. Aber dann fliegen wir jetzt wirklich auf dem Planeten, der jetzt quasi eigentlich schon fast keinen Sand mehr beinhalten dürfte. Weil alles schon hier auf den hier geflossen ist. Wenn wir ihn finden. Aber eigentlich kann er nicht weit sein, oder? Ah. Ja, wo ist er denn? Oh, warte mal. Sind wir schon so dicht an der Sonne, oder was? Oh, ich falle schon wieder in die Sonne, oder wie? Nein, bitte nicht. Mein Gott, fliegen die schon immer so nah an der Sonne oder wird die Sonne größer? Ah, das könnte sein. Die dehnt sich vielleicht schon aus. Ich hoffe, ich kann trotzdem noch hier landen. Weil jetzt schon langsam ist dann nicht mehr viel Sand übrig. Das Blöde ist halt, dass genau hier... Aber kann man da... Kann ich da rein? Nee, da können wir eh nicht rein. Uah, landet sind wir. Aber ich will eigentlich noch gar nicht hier landen. Ich möchte mal in den Krater schauen, ob da jetzt vielleicht was Neues freigelegt wurde. Oh oh. Okay, alles gut. Weil die Kugel hier müsste ja auch immer kleiner und kleiner werden. Oh, da unten ist tatsächlich ein Eingang, glaube ich, ne? Ja, okay. So, landen. Perfekt. Ich bin so ein guter Pilot. Hab man schon den Kerbal Space Program gemerkt. Das ist perfekt. Ja, auf dem einen wird alles verschüttet, aber hier wird irgendwas freigelegt. Okay. Okay, das ist hoch. Jetzt sind wir einfach nur hier auf dem Turm, oder wie? Das ist jetzt ein bisschen lame. Da hätte ich auch anders hingekonnt, glaube ich. Und hier ist nicht mal irgendwas. Au, das war schmerzhaft. Ach du Scheiße. Ich glaube, die Sonne verändert sich definitiv im Verlauf des Abenteuers, ne? Die wird immer größer und größer. Hey, ich glaube, der Sand ist weg. Ich laufe hier auf einer komischen Gesteinsoberfläche, nicht mehr auf Sand.
tatsächlich, jetzt könnte man wirklich nochmal schauen, was hier sonst noch so ist, bevor es vorbei ist. Aber alles vorbei ist. Hier ist auch wieder nur ein Aufzug nach oben. Ich weiß nur, dass der Planet jetzt schon gefährlich nah an der Sonne rumkreist. Das gefällt mir gar nicht. So, das stimmt. Als ich mich das letzte Mal hier umschauen wollte, wurde ich doch von der Sandwelle weggespült. Die Sandwelle gibt's jetzt nicht mehr. Oh nein, aber ich glaube, das Universum geht unter. Und hier liegt einer von denen noch ganz frisch. Nein, ich kann jetzt nicht gehen. Ich bin so nah an irgendwas dran. Sonne, gib uns noch ein bisschen. Oh nein. Ende. Dammit. Ich kann mich hier im Grunde erst richtig umsehen, wenn der ganze Sand abgeflossen ist. Da hat man nicht viel Zeit. Oh, das macht mich fertig. Der ganze Sand ist erst kurz, außer vielleicht, wenn ich die Gravitationskanone einsetze. Vielleicht kann ich damit den Sand schneller absaugen oder verhindern, dass er kommt, damit ich mehr Zeit auf dem anderen Planeten habe. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal noch testen. Hat sich das Schiff gerade anders verhalten? Da ist er wieder, der Phantomplanet. Hat das Schiff gerade irgendwie nix abgeschossen? Ach so, das hat es senkrecht nach oben geschossen. Das wird jedes Mal in eine andere Richtung geschossen, das Ding. Was komisch ist, weil eigentlich bin ich hier in einem Zeitloop. Da müsste immer alles gleich sein. Ist es aber nicht. Die Gravitationskanone ist jedes Mal anders. Jetzt sehe ich hier sogar den Phantomplaneten. Ausnahmsweise mal. Naja. So, schnell nach Glutzwilling, solange er noch warm ist. Damit wir dort die Gravitationskanone mal benutzen können. Sehe ich ganz genau, Planet. Du brauchst gar nicht so tun, als würdest du nicht existieren. Perfekt. Perfekte 3-Punkte-Landung. Oh, Raumanzug anziehen. Das hätte ich beinahe wieder vergessen. Das wäre so ungesund geworden. Soll ich hier mal was reparieren? Ein bisschen vielleicht? Ach, das ist alles noch... Das hält so viel aus, das Ding. Ich mache mir viel zu viel Sorgen, glaube ich. Na gut, die Kamera ist kaputt gegangen, aber... gibt Schlimmeres. So, jetzt schauen wir uns die Geschichte mal an, bevor der Sand kommt. Wir benötigen Statusberichte von allen Systemen, aber der Reihe nach. Ist jemand verletzt? Russ, die Passagiere in unserer Rettungskapsel sind verängstigt, aber physisch geht es ihnen gut. Anona, alle haben den Absturz überlebt. Das ist gut zu wissen, sehr beruhigend. Du hast meinen Dank, Bur.
Könntest du das Notsignal der anderen Rettungskapseln empfangen? Ich höre beide Signale, die von irgendwo in diesem System kommen, aber ich bezweifle, dass eine der anderen Rettungskapseln auf demselben Planeten wie wir abgestürzt ist. Ja, gut. Oh, was ist denn das da? Okay, wo fange ich an? Fangen wir mal da unten an. Extreme Umgebung wird überprüft. Überprüfung, externe. Überprüfung abgeschlossen. Die Außentemperatur ist lebensgefährlich hoch. Beurteilung unbewohnbar. Keine Zuflucht auf der Planetenoberfläche suchen. Alarm. Kollision steht unmittelbar bevor. Bereithalten für Aufprall. Start Rettungskapsel 3. Rettungskapsel 2 wird gestartet. Fluglock Anfang. Rettungskapsel 2 Gefährt wurde tödlich verwundet. Gefährt wurde tödlich verwundet? Wie jetzt? Notfallsequenz aktiviert. Erwarte Abflug von Gefährt. Was denn? Na gut, die Merlin. Aber worum geht's denn? Ach so, okay. Na gut. Dann gehen wir mal tiefer in das Schiff. Ich sollte am besten eigentlich unten anfangen zu erkunden, ne? Aber ich glaube, die Zeit bleibt stehen, wenn ich lese. Unter der Oberfläche ist die Hitze der Sonne in diesem System schon erträglicher. Als unsere Rettungskapsel die Oberfläche des Planeten durchstieß, entdeckten unsere Scanner ein Hullensystem mit kühleren Lüften. Anona, ich würde empfehlen, dass wir uns hier unten einen Ort suchen, wo wir eine dauerhafte Zuflucht errichten. Diese Gänge sind allerdings wie ein Labyrinth. Selbst trotz dieser Gefahr bieten sie die besten Überlebenschancen für uns. Wir bilden Gruppen und dringen dann tiefer in die Höhle vor, um einen Zufluchtsort zu finden. Wir können unsere Fortschritte an den Wänden markieren, um uns nicht komplett zu verirren. Bitte seid alle vorsichtig. Notfallausstieg. Immer weitergehen, Freunde. Am Ende der Felspassage gibt es nichts Interessantes zu sehen. Die Felsen, die es da gibt, sind zwar interessant, aber ihre Untersuchung muss warten, bis die Zeit weniger dringlich ist. Also da lang gehen ist nicht interessant, oder wie? Gehe in diesen Tunnel nicht bis zum Ende. Polos und ich werden den Schrecken, der an seinem Ende lauert, später näher untersuchen, wenn wir überleben. Okay. Ich muss in den Tunnel gehen und den Schrecken finden, der da hinten ist. Aha. Hier ist einer von diesen Anglerfischen. Ein Toter. Aber... okay, interessant. Am Ende dieser Passage haben wir eine gewaltige Höhle gefunden, die vielversprechend wirkt. Ich glaube, dort könnte man dauerhaft Zuflucht errichten. Ach so, warte, da ist noch mehr. Die von Melorai gefundene Höhle ist eine gute Wahl für eine Zuflucht. Kann einer von euch bitte die Richtung markieren, damit die anderen uns folgen können? Da ist ein Startpunkt des Weges zur Zuflucht. Das ist der Startpunkt des Weges zur Flucht. Ich habe Richtungsanweisungen hinterlassen, die euch zu ihr führen. Übrigens, wir müssen uns beeilen, da sich der Weg zu ihr sehentlich mit Sand füllt. Sorgt dafür, dass ihr nicht vom Sand begraben werdet und stellt sicher, dass niemand verloren geht. Na dann, schauen wir mal. Ich hoffe, ich muss nicht da lang. Weil sonst das knapp. Wird's eng. Ich glaube nicht.
Der Weg zur Zuflucht ist etwas umständlich, befolgt also genau die Anweisungen. Ja, dann stehen da keine Anweisungen. Dankeschön. Um die Zuflucht zu erreichen, laufe vorwärts bis zu einem Sandfall an der Grube und wende dich dort nach links. Geh weiter bis zu einem Raum voller Feldzäune und klettere dort durch die Öffnung über ihnen. Oh Gott. Der Sand steigt hier stetig an. Du musst dich vorsehen, aber trotzdem schnell sein. Also, laufe vorwärts bis zum Sandfall an der Grube und wende dich dort links. Vorwärts bis zum Sandfall an der Grube und wende dich dort links. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Na super. Ich glaube, hier war das, oder? Ich versuche gerade nochmal zurückzufinden. Genau. Wende dich dort links. Gehe weiter bis zu einem Raum voller Feldzäulen und klettere dort. Ah! Klettere dort durch die Öffnung über ihnen. Ah ja, das habe ich nicht mehr gewusst. Versuchen wir mal. Da oben. Oh, warte mal. Drei Minuten Sauerstoff verbleibend. Na super, ich hoffe, die haben in ihrer Zukunft Bäume gepflanzt oder so. Pass auf, wenn du den Abgrund überquerst. Die Brücke, die Melorai und ich gebaut haben, erfüllt ihren Zweck, ist aber nicht besonders stabil. Sobald du auf der anderen Seite bist, suche nach einem Tunnel, der von einem Sandfall verdeckt wird. Folge ihm und du erreichst die Zuflucht. Ja, die Brücke, die ihr gebaut habt, ist ganz toll. Ich sehe schon. Der Tunnel, der hier von dem Sandfall verdeckt wird. Das machst du gut. Du musst nur noch ein kleines Stück weiter nach links gehen, bis du die Zuflucht findest. Dort kannst du dich ausruhen. Beeil dich, bevor der Sand kommt. Da oben rein, oder wie? Die Kakteen sind übrigens lebensgefährlich in dem Spiel. Keine Ahnung, versuchen wir es mal. Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es vielleicht geschafft. Sauerstoff. Köstlicher Sauerstoff. Das ist zwar gut, aber trotzdem liegen hier lauter Skelette von denen. Also so gut ist es scheinbar auch wieder nicht für die gelaufen. Oh, sollen wir die Sonnenstation errichten, um das Projekt Zwillingsachse mit Energie zu versorgen? Ich will nicht glauben, dass dieser Vorschlag ernst gemeint ist. Der Zweck der Sonnenstation widerspricht all unseren Standards und allem, an das wir als Spezies glauben. Wie nicht anders zu erwarten, kann ich dem nicht zustimmen, Idaia. Wir treiben eine möglichst neue Technologie weiter voran als je zuvor. Das ist meiner Erfahrung nach das Hauptmerkmal unserer Spezies.
Wenn wir versagen, und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nicht unerheblich, werden wir zweifelsohne uns selbst, alles Leben hier und den Rest des Sternsystems zerstören. Ich möchte diese Spezies schützen. Die potenzielle Vernichtung eines ganzen Sonnensystems ist ein zu hoher Preis. Wir sollten die Sonnenstation nicht bauen. Egal wie sehr wir uns nach dem Wissen sehen, das damit einhergeht. Die Angst vor dem Versagen ist ein armseliger Grund, es nicht zu versuchen. Ich glaube, solange wir behutsam vorgehen, kann die Sonnenstation... Die Sonnenstation, zu der wollte ich doch. Verdammt nochmal. Hallo, irgendwas. Dankeschön fürs Followen. Cool, dass du mit dabei bist. Oh Mann. Die Sonnenstation, die wollte ich schon besuchen, aber das geht nicht. Kann die Sonnenstation ein Erfolg werden? Ich glaube an Pi. Poke, ich fühle mich zutiefst geehrt. Idaia, ich verstehe deinen Standpunkt. Gleichwohl werde ich dem Einsatz der Station sowieso nicht zustimmen, solange wir nicht absolut sicher sein können, dass die Sonnenstation keine Zerstörung verursacht, sobald wir sie gebaut haben. Na wunderbar, das haben die ja gut gemacht anscheinend. Gibt es andere Möglichkeiten, um eine solche Energie zu erzeugen? Theoretisch ja, praktisch nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu unseren Lebzeiten noch entdeckt werden. Ich verstehe, dass dieser Vorschlag beunruhigend klingt, aber die Sonnenstation muss gebaut werden, wenn wir das Projekt Zwillingsachse abschließen wollen. Das Projekt Zwillingsachse. So, was haben wir hier? Anglerfisch-Ausblicksbezirk. Trittsteinbezirk. Hochenergielabor. Augenschreinbezirk. Das Hochenergielabor. Bräuchten wir doch. Okay, wow. Okay. Da unten die Treppe, das war das Hochenergielabor, oder? Da wollen wir nämlich eigentlich hin. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich nur beeilen, dass der Sand nicht kommt. Hier waren anscheinend einige von denen. Wie viel waren denn das? Ah, hier ist ein Aufzug nach oben. Oben wollen wir nicht, wir wollen nach unten. Na gut, nach unten geht mit dem Jetpack meistens am besten. Oh nein, könnte es sein, dass wir gar nicht mehr zum Hochenergielabor können, weil der Sand schon zu hoch ist? Das wäre nervig, aber es könnte sein, dass die Treppe nach unten geführt hat. Mhm. Shit. Wir müssten schneller hier unten sein. Ah, oh, das ist ja mal nervig. Trittsteinhöhle, 20 Meter. Gehen wir doch mal in die Trittsteinhöhle. Auch die ist wahrscheinlich schon überschwemmt mit Sand. Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht eingesperrt werden. Aber da hinten ist Licht, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall steigt das hier ziemlich schnell. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus. Das wird ein unschöner Tod für unseren Helden. Aber zumindest hat er noch was erlebt. Der Sand. Der Sand der Zeit. Ah, ich komme noch raus. Aber der Sand steigt schon verdammt schnell hier. Dammit. Aber wir haben ein paar interessante Informationen hier gefunden, auf jeden Fall.